At Homes, Freunde. Auch das gibt es bei uns. Der Schlüssel ist für eine Wohnung, die zum Vermieten ist oder zum Verkaufen. Ihr könnt sogar hier ein Jahr Probe wohnen und dann euch entscheiden, ob ihr kauft oder nicht kauft. Diese Immobilie ist eine der schönsten Immobilien. Warum? Weil ich auch meine Wohnung in diesem wunderschönen Haus habe, ist erste Reihe. Und wie ich jetzt nichts höre, hört sie auch von der Straße nichts. Gehen wir mal, Kameradame, schnell auf den Balkon. Das ist schon sehr schön. Kommen Sie rein, Madame. Man hat diese Wohnung von 117 Quadratmetern mit überdachter Garage, mit Generator, mit Grillplatz, Pavillon und für Kinder noch ein bisschen Spielplatz und ein Abstellplatz, was in der Türkei nicht möglich ist oder nicht oft gibt. Was sagst du dazu? Wir haben zum Beispiel unsere Fahrräder da untergebracht. Abschließbare. Hier hat man provisorisch eingerichtet, dass man zum Mieter wohnen kann. Man braucht nur sein Besteck, seine persönlichen Sachen und kann hier leben. Das wäre euer Wohnbereich. Wie ihr seht, riesen Couchgarnitur hat die Jenny gerade gezeigt. Und alles ziemlich sauber, Decken, Jalousien, weil die Wohnungen hier in dem Haus alle in diesem Stil sind. Hier hat man einen Essbereich gemacht. Hier hat man Küchenbereich. Çaydanlık für Tee. Die Geräte sind vom Beko, Ofen, Herd, Dunstabzug, eine riesen Waschbecken mit Brett. Natürlich darf auch Spülmaschine nicht fehlen. Dann hat man einen Beko Edelstahl Kühlschrank. Man muss Kühlschrank mal putzen, dann ist es auch intakt. Ich denke, Wohn- und Essbereich ist ca. 40 Quadratmeter. Dann gehen wir vor. Hier wäre Eingangsbereich, auch Eingangstür. Wunderschön. Ihr kennt es ja von meinen Videos, wo ich euch meine Wohnung präsentiert habe. Und links davon hat man einen deckenhohen Kleiderschrank. Also man hat diverse Staumöglichkeiten hier. Und was auch hier sehr, sehr besonders ist, komplette Wohnung ist mit Bodenheizung bestückt. Dann gehen wir Richtung Schlafzimmer und die erste Tür gehen wir gleich rein. Eine Dusche von besonderen Art. Wie findest du die Fliesen? Sehr schön. Einzigartig. Einzigartig. Auch hier, schau mal her, wunderschöne Muster. Ich finde auch, das haben die sehr, sehr stimmig hier gemacht. Ansonsten hat man hier ein Spielschrank, Waschtisch ist groß, Untertisch ist groß genug. Dann gehen wir gegenüber in das erste Schlafzimmer und da sind zwei Einzelbetten reingetan worden, aber man kann die zusammenschieben oder wenn man nicht braucht, die wegtun, ein Officezimmer einrichten. Auch die Lichter, Deckenlichter gehen hier komplett an. Und hinten haben wir noch einen Balkon. Ich mache auf, du zeigst bitte draußen. Ich rede von hinten. Da vorne habe ich gemeint, was wir alles haben. Generator, Kinderschaukel und wie heißt diese? Ein Pavillon. Pavillon. Und da hat man auch Wasserhahn und unten kann man die Autos hinstellen. Und da ist dieser Kasten für Bodenheizung. Von hier wird geregelt. Also habe ich mich nicht geirrt. Es ist eine gute Maßnahme. Zeig mal Umgebung bitte, wie schön hier ist. Also Vorteil von hier, es ist zwar nur eine Klimaanlage drin und die könnte auch die ganze Wohnung eigentlich schon kühler stellen. Was positiv ist, ist hier, dass hier hinterem Haus Hälfte ist und dadurch eine kühle Luft schon vorhanden ist. Dann hat man hier ein Hauptschlafzimmer, wo man ein Doppelbett untergebracht hat, ein Kleiderschrank, ein Schminktisch. Also es ist wirklich
provisorisch eingerichtet, aber komplett ausreichend. Klimaanlagen, wenn ihr sagt, reicht mir nicht, installiere ich, vor allem wenn ihr kauft sowieso, dann hat man hier einen Schrank eingebaut. Diese Schranktiefe ist wie mein Arm, also es ist 60 cm tief und total schön eingebracht. Dann hat man hier ein Badezimmer. Was sagst du dazu? Also ich finde diese Badezimmer wunderschön, weil diese Grau mit Weiß sehr gut passt und Doppelwaschtisch finde ich sehr, sehr schön. WC wie immer und Dusche auch mit diesem kleinen Abstellbereich für Shampoos und so weiter. Also es ist mittlerweile hier Wahnsinn, was die Leute hier investieren und bauen. Ich finde, eine der schöneren Wohnungen, die wir aufgenommen haben, wer kaufen möchte, 130.000 Euro zu mir, erste Reihe. Und ihr müsst so denken, Freunde, dieses Grundstück hat 1200 Quadratmeter Grundstück. Ich sage ganz genau, weil ich selber hier eine Wohnung habe. Und wenn ihr diese Wohnung kauft, dann habt ihr auch einen großen Anteil erster Reihe in Alanya. Wunderschönes Gebiet, auch Grundbesitz ist mit dabei. Was wollen wir noch für diese Wohnung sagen? Eidat. Eidat ist 350 Täle, ich glaube sogar 350 Täle, weil ich 400 zahle. Meine Wohnung ist ein bisschen größer. Im Monat, da ist eine Putzfrau da, die den ganzen Tag, 8 Stunden, jeden Tag hier auf das Haus aufpasst und eben Umgebung, Pool und auch Treppenhaus reinigt. Es ist immer wieder schön, wenn ich hierher komme. Das Haus ist viel sauberer wie die Häuser, wie ich zum Aufnehmen nehme. Du kannst auch deinen Eindruck ein bisschen erzählen? Ja, also ich finde es auch praktisch, dass vorne ein Tor ist. Also die Anlage ist immer gesichert, da kommen keine wildfremden Menschen rein. Erste Reihe zum Meer, ihr habt hier ein Bucht. Zum Meer, ja, man kann immer unten direkt baden gehen. Einfach Handtuch unter den Arm und also rein. Manche Hotels hier können einpacken gegen das Haus. Wir sind besser gelegen wie Hotels. Wie gesagt, 130.000 und Mietpreis von 500 Euro. Aber Langzeitmiete wird die Wohnung sofort zu haben sein. Schreibt uns an und wir leiten eure Kontaktdaten weiter und schließen mit euch einen Mietvertrag ab. Wir haben hier 1 Monatsmiete als Provision. Rest ist nur Miete. Eigentlich machen wir ja kein Mietobjekte, aber diese Immobilie muss ich aufnehmen. Erstens ist die Immobilie schön und zweitens tue ich was Gutes für jemanden, der Alanya erstmal 1 Jahr testen möchte. In diesem Sinne, Add Homes weiterhin abonnieren. Ihr seht, wir haben uns vorgenommen, dass wir von hier Qualität anbieten. Ob jetzt die Häuser sind oder ob auch diese Abwicklung von ganzen Geschichten, ob IKAMET, Strom anmelden, Wasser anmelden. Da haben wir auch ein Paket, ihr braucht um nichts Sorgen machen. Ihr habt eine Anlaufstelle. Bitte wegen sprachlicher Barrieren kein Kopf zerbrechen. Wir sind für euch da. Add Homes will nicht nur zufriedene Kunden, sondern glückliche. Bis dann.